Milford Sound aus geht es Richtung Süden zum Lake Hauroko, anschließend über Invercargill zum südlichsten Punkt Neuseelands Bluff. Weiter über die Niagara Falls bis zu dem Albatros auf dem Weg zum Lake Hauroko im Fjordland fahren wir durch eine vielseitige Landschaft. Nach 20 Kilometern Gravel Road sind wir am Hauroko See angekommen. Ganz alleine sind wir hier, aber das Wetter ist nicht ganz so schön. Gerade scheint zwar die Sonne, aber das ist nur ein kurzes Stelldichein. Wie man sieht, ist es ganz schön windig da draußen. Hinten schneebedeckte Berge. Eine kleine Wanderung nach dem Kaffee. Die Natur ist immer wieder faszinierend. Möchtest du was sagen zu unserer Wanderung? Wunderschöner kleiner Wald. 40 Minuten sollte es dauern und wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte gebraucht. 25 Minuten dabei gebraucht. Jetzt sitzen wir hier mit unserem Cider mit Ausblick auf den See. Ein bisschen windig ist es, muss ich sagen, Annette. Ja. Und die Wolke da vorne, die müsstest du mal wegschieben. Das macht die gleich ganz alleine. Wenn ihr euch wundern solltet, warum wir so eingepackt sind, es sind eigentlich 18 Grad bestimmt. Es ist also gar nicht so kalt. Aber, da seht ihr es vielleicht auf meinem Bein, die Sandfliegen. Das ist eine Katastrophe hier. Und wo die gestochen haben, da juckt es hundertprozentig danach. Eine kleine Wanderung. Wir hoffen, es wird euch nicht zu langweilig, also uns wird es nicht langweilig. Die Natur ist echt irre. Voll ausgerüstet, wie ihr seht. Mit ganz viel Mückenspray und Bugspray. Weil es gibt ja hier keine Mücken. Nee, hier gibt es kein Fleiß.
Der Weg ist diesmal ein bisschen anspruchsvoller. Mal ganz untypisch Neuseeland. Am Anfang waren wir noch Brücken. Aber jetzt geht es hier durch die wilde Natur. So wie der Michael das ja mag. Steil bergan geht's. Oben angekommen. Da unten vermute ich mal, dass ich da losgegangen bin. Ein irrer Blick. Ich habe auch die Drohne mit, ich wollte fliegen. Aber ich glaube, es ist zu windig. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Mal schauen. Zurück geht's in die Zivilisation. Aber zuerst müssen wir die 20 Kilometer Gravel Road, also Schotterpiste, hinter uns bringen. Armen Schafe, so viel auf einer Weide. Ich glaube, da müssen wir heute mal wieder ein Lammschenkel essen, damit sich die Herde ein bisschen reduziert.
Annette schüttelt uns wieder ordentlich durch. Na klar. Wir sind am südlichsten Punkt der Südinsel Neuseelands in Bluff angekommen. Nur noch die Insel Stewart Island ist weiter im Süden. Ihr glaubt's gar nicht, wo wir sind. An den Niagara-Fällen. Jetzt schauen wir uns die mal an. Da sind sie. Aber das muss irgendwie ein Scherz sein. Die sehen irgendwie ganz anders aus. Haben wir nicht einen schönen Platz gefunden für unser alltägliches Kaffeetrinken in der Pinguin Bay? Und nachher hoffen wir natürlich auch noch, Pinguine zu sehen. Möchtest du auch was sagen? Wunderhübsch hier. Ach so. Ja. Schicke Mann. Curio Bay. An der Südostseite Neuseelands. Hier soll es alte, versteinerte Bäume geben. Die suchen wir jetzt. Dort kann man sie sehen. Die versteinerten Bäume, die hier vor 150 Millionen Jahren wuchsen. Da sieht man das. Das ist ein Stamm. Da kann man sogar die Struktur des Holzes noch sehen. Und das Unglaubliche ist ja, dass das echt 150 Millionen Jahre alt ist. Da gab es noch keine Tiere auf der Welt. Die Annette steht mitten im Wald. Also früher, vor 150 Millionen Jahren, hätte sie mitten im Wald gestanden. Ein Künstlerbus. Alles bewegt sich hier irgendwie. Ja, der Bus hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Oh, sogar eine Eisenbahn. Das ist Neuseeland. Wir suchen das Blowhole und die kleinsten Pinguine der Welt. Ja, wir hoffen, heute fündig zu werden. Weil bei den Niagara Falls, das hat ja schon mal nicht so geklappt. Dort unten soll es ab und zu Pinguine geben. Aber ich sehe keine.
Blowing Hole gefunden. Das Irre ist, es ist 55 Meter tief und 200 Meter von der Küste entfernt. Also ein riesen Kanal, der hier reingeht. Aber leider sind heute keine großen Wellen. Leider sind wir erfolglos. Heute kommen keine Pinguine zu Besuch. Schade. Der Weg zum Nugget Point. Annette ist ausgerüstet. Ja. Und warm angezogen. Wir haben ein bisschen Pech mit den Leuchttürmen hier in Neuseeland. Immer wenn wir an einem sind, haben wir schlechtes Wetter. Ihr erinnert euch vielleicht an Kap Reinga. Im Film seht ihr da oben. Da war auch so mieses Wetter. Das sind bestimmt die Nuggets, die aus dem Meer schauen. Und deswegen heißt dieser Leuchtturm Nugget Point. Da sieht man am Meer sehr schön den Unterschied, wie es auf der Windseite ist und wie es auf der windabgewandten Seite ist. Wir würden uns dann lieber auf der windabgewandten Seite befinden. Auf geht's zum Tunnel Beach. Was immer das auch ist, aber es ist auf jeden Fall neu angelegt und geht bestimmt da unten runter. Da haben wir jetzt den Tunnel von Tunnel Beach. Da geht es jetzt runter an den Strand. Da kommt die Annette. Huhuhu! Bist du da Schlafgespenst? Ja. Und schon sind wir am Beach. März 2024. Vor uns seht ihr die Bucht von Dunedin. Ein riesiger Naturhafen mit einer riesigen Bucht, die hier reinschneidet. Fast schon ein Fjord. Und es geht wieder los zu einem neuen Abenteuer. Wir wollen heute Albatrosse sehen. Unser erster Albatros. Da hinten fliegt er. Albatrosse verbringen 80% ihres Lebens
auf der offenen See. Und sie können bis zu 1000 Kilometer am Tag fliegen oder gleiten. Da sieht man sehr gut die Dimension eines Königsalbatrosses. Gigantisch. Die haben wir leider noch nicht in Natura gesehen. Die Gelbaugenpinguine. Es sieht majestätisch aus, wie die Albatrosse durch die Lüfte segeln. Rechts unter dem Weibchen ein junger Albatros. Albatrosse in der freien Natur. Hier sieht man, was für Eier da liegen, und der erste Albatros, der hier geschlüpft ist, den hat man wieder getroffen, und er war 60 Jahre alt. Also die können sehr alt werden.